This is a true love. This is a true love. My God, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, Rohkost im Winter funktioniert nicht. Also bei mir schon. Nee, ich bin gerade in Thailand unterwegs. So im Warmen funktioniert das ganz gut. Nee, aber es muss auch gar nicht im Warmen sein. Selbst im Winter. Ich war jetzt auch im Kalten, bis ich hierher gekommen bin. Und es funktioniert. Und bei mir ist das Frieren auch zurückgegangen. Und man muss nicht frieren, wenn man Rohkost isst. Es ist immer nur der erste Winter, zwei Winter vielleicht, bei manchen vielleicht drei Winter. Aber das Ganze hat nichts mit Rohkost zu tun. Warum man friert im Winter, wenn man sich von Rohkost ernährt, es ist immer nur die ersten Jahre oder das erste Jahr, je nachdem wie stark man entgiftet. Das hat alles einfach nur mit Entgiftung zu tun. Und am Anfang, wenn man auf Rohkost eben umstellt, je nachdem wie der Zustand eben vorher war. Wenn ich mich vorher so ernährt habe, umso größer die Spanne ist zur Rohkost. Wenn Rohkost hier ist, vorher hatte ich so viel Gifte in mir, dann ist es halt ein Riesensprung. Wenn ich hier war und mich vorher schon gesund ernährt habe, dann ist es nur ein kleiner Sprung. Und umso größer dieser Sprung, umso mehr ist die Entgiftung. Und umso stärker die Entgiftung ist, umso mehr friere ich. Umso weniger werden die Finger eben durchblutet und so weiter, weil der Körper einfach übersäuert dann durch die Entgiftung. Und ich habe auch schon andere Videos zur Entgiftung gemacht und so weiter, müsst ihr einfach mal suchen. Es hat nichts mit Rohkost zu tun, dass man im Winter friert bei Rohkost. Es ist wirklich nur die Entgiftung, weil man sich vorher so scheiße ernährt hat. Wenn man vorher schon irgendwie einen Rohkostanteil von 90% hatte, sein Leben lang und was weiß ich, nur ein paar Mal gekocht hat und wenn man gekocht hat, dann auch kein Salz und gesund gegessen hat dabei und vegan, dann merkt man das gar nicht, wenn man auf Rohkost umstellt. Oder wenn man einfach schon öfter fastet und so weiter, auch wenn die Ernährung dann schon gar nicht so gut ist, aber man einfach fastet und wenig isst, dann merkt man davon auch nicht so viel. Es ist wirklich nur eine Entgiftung und es hat nichts mit Rohkost zu tun, dass man friert. Und man braucht sich da keine Sorgen zu machen, dass man am Anfang mal friert, im ersten Winter, wenn man auf Rohkost umstellt, im zweiten geht es normalerweise weg. Oder im dritten, je nachdem wie gut man entgiftet. Es kann natürlich auch mehrere Winter bleiben, aber wenn man sich der Entgiftung bewusst ist, dann geht es auch wieder weg. Und ja, ich friere jetzt weniger denn je, mein Kälteempfinden und so weiter ist gut, aber ich friere nicht mehr. Es ist alles wesentlich besser. Der Körper weiß, was er macht dann schon. Und am Anfang ist es einfach nur diese Übersäuerung, die Entgiftung und ja, deswegen friert man. Keine Sorgen deswegen machen. Einfach dranbleiben, entgiften, sich damit beschäftigen, Literatur lesen, Arnold Ehret oder andere. Ja, das war's dazu. Deswegen friert man im Winter. Macht's gut. Ciao und schöne Grüße, sonnige Grüße aus Thailand. Peace.